Hi Leute, heute das große Finale. Wir lernen heute den letzten Schritt unserer Choreo, nämlich das Face Shifting. Wenn ihr dann alle Schritte gemeistert habt, werdet ihr in Zukunft richtig glänzen können. Wie das Ganze aussehen soll, erstmal hier. Und natürlich habe ich mir heute wieder Hilfe dazu geholt. Heute haben wir nämlich die Gewinner der Competition da. Erstmal die Tanz AG der Albrecht-Dürer-Schule. Erstmal willkommen. Hi. Hallo. Und ja, wir hätten eigentlich heute noch einen zweiten Gewinner hier, den Robert Tone. Der hat es aber leider nicht geschafft zeitlich. Aber wenn ihr das Gewinnervideo nochmal sehen wollt auf justsomotion.de, könnt ihr euch das nochmal angucken. Vielleicht gibt es in Zukunft noch eine Möglichkeit, zusammen zu tanzen. Aber erstmal zu euch. Also euer Gewinnervideo war erstmal super kreativ. Ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben. Fand ich richtig klasse. Wie seid ihr zu Neo Swing gekommen? Ihr tanzt doch normalerweise eher so Modern und Jazz. Ja genau, wir finden deine Choreografie einzigartig, vor allem mit welcher Leichtigkeit du tanzt und wie fließend du deine Bewegungen ausführst. Ja, ich kann euch einfach nur sagen, probiert selbst aus. Das ist doch mal ein Wort, probiert's mal aus. Also, heute lernen wir das Face Shifting und ja, die da draußen haben es schon gesehen. Ich werde es euch jetzt nochmal ganz kurz vorführen. Letztendlich würde das so aussehen. So. Aber wie immer nehme ich das erstmal auseinander. Also, der erste Schritt wäre demnach ein Sprung nach rechts mit dem linken Fuß und wir würden ein T-Stück dazu bekommen. Dann setzen wir den Fuß parallel auf und springen mit dem rechten Fuß ab und hätten wieder so eine Art T-Stück und setzen dem linken Fuß parallel aus und springen weiter. So, das Ganze machen wir jetzt mal zusammen. Also die erste Position wäre 1, ganz genau. Wir setzen den Fuß auf, springen in die zweite Position, 2, setzen den Fuß auf, 3 und 4. Perfekt, genauso wollen wir es sehen. Wir machen das Ganze nochmal langsam. Ich zähle ein mit 5 und 6 und 7 und 8, okay, und dann tanzen wir einfach mal 4 nach vorne, okay, 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4, perfekt, das Ganze machen wir jetzt noch mal ein bisschen schneller, so, jetzt versuchen wir mal 8 nach vorne, okay, 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Alles geklappt? Ja. Perfekt. Dann machen wir doch direkt weiter. Wir machen den gleichen Schritt nochmal mit einer etwas schnelleren Geschwindigkeit. Und wenn es dann funktioniert hat, machen wir das Ganze nochmal mit Musik. Alles klar. 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Gut geklappt? Ja. Perfekt. Dann machen wir das Ganze nämlich jetzt nochmal mit Musik. Und ich würde sagen, Musik ab. 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Perfekt? Super. Erstmal danke an euch da draußen. Vielleicht habt ihr das genauso gut drauf wie die Mädels jetzt schon. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Videos hochladen. Am besten mal mit der kompletten Performance, also mit der kompletten Choreo. Und vielleicht macht ihr auch mal so ein Video. Da wir jetzt das 10. Tutorial gemeistert haben, wie wäre es, wenn wir die Choreografie zusammen tanzen? Also hier im Studio? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Also ich würde sagen, nächste Woche könnten wir es machen. Okay, dann treffen wir uns nächste Woche wieder in Berlin. Freut mich riesig, dass wir das machen können. Cool. Dann habe ich meine eigene Tanzcrew zum ersten Mal. Sonst tanze ich ja mehr so alleine. Ja, vielleicht macht ihr es zu Hause auch. Ich würde mal sagen, das waren die Tutorials. Lernt und ja, bis dahin. Ciao. Hier seht ihr noch einmal die Kernpunkte des Face Shiftings. Und jetzt seid ihr dran. Zeigt mir eure Gesamtperformance. Tanzt zum Track Delight von Jamie Berry und postet euer Video mit dem Hashtag NeoSwing in den Kommentaren.
All eure Videos gibt es wie immer gebündelt auf justinmotion.de. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Bis dann.